Moin, moin, mal wieder ganz herzlich zurück. Willkommen auf dem Kanal. Und da ist er. Ich freue mich wie verrückt. Ich muss sagen, ich habe zu diesem Zeitpunkt, also ich weiß nicht, wann ich das Video hochladen werde, weil ich halt irgendwie erst die kleinen Schiffe mache. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich den hier auspacke, habe ich den neuen Star Wars noch nicht gesehen. Oh, Schande über mich, ich weiß. Aber es hat sich arbeitstechnisch irgendwie einfach noch nicht einrichten lassen und dann noch Weihnachten, lüdelüt. Aber ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Zeit nach Weihnachten und da werde ich definitiv ein bis zweimal den neuen Star Wars mir antun. Also da führt kein Weg dran vorbei. Ich hoffe, dass er gut wird. Das hoffe ich eigentlich jedes Mal. Und ja, ich denke mal, das geht jedem Star Wars-Fan so. Aber ja, Mixer haben manches Mal so kleine Befürchtungen, nicht wahr? Ihr wisst, was ich meine. So, wir schauen uns eins der sexiesten Schiffe der neuen Welle an, muss ich sagen. Wenn nicht sogar das sexieste Schiff, aber ich glaube, dass der Titel geht an den Silencer, beziehungsweise den Dämpfer in Deutsch. Ja, wir gucken uns den Bomber des Widerstandes an und dickes Schiff, große Verpackung. Und wir schauen einfach mal, was der so kann. Oh, da sehe ich schon Konternetze. So, dann schauen wir mal. Mach mich scharf. So, Verstärkung für deine X-Wing-Spielwelt, jawohl. Schwere BSF-17-Bomber waren strategische Geschützplattformen, die von mutigen Piloten des Widerstands geflogen wurden, um vernichtende Angriffsschläge gegen die Erste Ordnung durchzuführen. BSF-17-Bomber waren mit zerstörerischen Waffen bestückt und durch ihre rotierenden Geschütztürme, oh ja, Feuerturm sehen wir schon, Geschütztürme gut geschützt. Da ist die Erregung kurz über mich gekommen. Sie konnten das Schlachtglück schnell wenden, indem sie ihre Feinde durch Minen abschreckten und ihre Schlüsselziele mit Bomben vernichteten. Dieses Set erweitert dein Spiel um einen BSF-17-Bomber. Inhalt eine Spielregel, oh, wieder Sonderregel, 18 Karten, 21 Marker, ein Manöverrad, ein bemaltes Plastikschiff, inklusive Basis- und Haltestäbchen. Und ja, ihr seht die Flugposition, finde ich auch super cool von dem Schiff. Also das hat es mir jetzt schon mal angetan. Kann ich jetzt schon mal so sagen, von der Optik her, lecker. Lecker, 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 lecker. Und ja, ich habe irgendwie meine Schere verlegt. Egal, das kriegen wir auch so bestimmt auf. Verdammte Axt, wo habe ich die denn so hingetan hier? Da dachte ich, jetzt habe ich sie. Ah, das ja. Bevor ich jetzt hier den Karton zerstöre mit aller Gewalt, nehmen wir lieber die Schere dabei, weil ihr wisst, ich heb meine Verpackung ja mal auf. So. So. Also der sieht echt mal geil aus. Und natürlich in mehrere, als mehrere hintereinander weg sieht er noch geil aus, ne? Ja, schauen wir mal. Also ich habe jetzt ja alle neuen Schiffchen einmal gekauft, weil ich ja irgendwann das ehrgeizige Ziel habe, mal alle Schiffe zu besitzen, die rausgekommen sind einmal. Und es gibt aber auch Schiffe, die halt auch mehrfach sich sehr gut machen in der Sammlung. Aber ja, das kostet ja auch mal so ein bisschen Kleingeld, nicht wahr? Und wenn die Frau dann augenrollenderweise in die Vitrine guckt, dann ist das immer so ein kleines Problemchen. Aber ich habe da zum Glück noch sehr viel Narrenfreiheit. Und ja, meine Frau spielt ja auch ab und zu mal mit. Das finde ich schon mal sehr schick. Den Luxus haben nicht viele. Und ja, wir packen jetzt einfach mal aus den Bomber des Widerstandes. Und ich muss sagen, ich bin auch schon ein bisschen erregt. Ihr kennt die Packung. Rechts das Schiff, links der ganze Kladderadatsch. Sprich Karten und. Ah, genau, die sind auch noch zugeklebt. Und ja, wie immer an dieser Stelle, mein langer Sermon, diesmal kurz. Schmeißt die Packung nicht weg. Ihr könnt sie noch gebrauchen als Transport, wenn ihr die Schiffe verkaufen wollt, irgendwann mal oder tauschen wollt. Auch als Versandverpackung. Die sind super stabil. Und ja, ihr merkt das schon. Und da kommt nichts an die Schiffe dran. Deswegen schmeißt sie nicht weg. Nehmt euch irgendwo eine Dachbodenecke oder eine Kellerecke oder eine Garagenecke und packt euch die Kartons an die Seite in einen großen Karton. Er ist relativ widerspenstig. Ist ja auch ein Widerstandsbomber. So. Oh, ich will jetzt auch nichts kaputt machen. Was hängt der Lümmel denn hier? Ah, hier. Oh ja, mit Gewalt. Da ist er. Geiles Stück. So. Den stecken wir hier da drin. Vorausgesetzt, ich kriege das hin, jawohl. So, und so, und so. Und dann darf er hier wieder drin spielen. Das gibt dem Karton auch gleich die Stabilität zurück. Zack. Das machen wir dann wieder zu. Auch sieht sehr schick aus, ne? Auch mit diesem, also das Bild sieht echt cool aus. Auch mit diesem matten Design. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. So, wir öffnen die andere Seite. Andere Seite ist ja traditionsgemäß hier so eine Pappverpackung.
Die müssen wir nur einmal lüften und dann fällt hier alles raus. Dann können wir die auch gleich wieder ganz unproblematisch hier zurückstecken und den Karton dann auch an die Seite legen. So, zack, zack, zack. Dann haben wir nämlich auch wieder ein bisschen Platz, um uns den ganzen Kram hier auch mal anzuschauen. So, gehst du jetzt da rein oder nö? So, zack, das haben wir auch. Dann wollen wir mal gucken. Hier sehen wir schon zwei dicke Konternetze und diverses. Ah, schöne große Base. Schon lange kein Schiff mehr mit der großen Base aufgepackt. Das ist mal wieder schön. Und dann noch Geschützturm, Feuerturm. Ich weiß gerade die Standardbezeichnung gar nicht. Halt 360 Grad, das ist auch mal wieder geil. Die Schiffe, wenn man öfter die geflogen hat, dann gewöhnt man sich da dran. Und wenn man dann mal wieder ein Schiff mit dem Standardfeuerwinkel nur fliegt, dann so, ich greife den oder den, da kannst du auch gar nicht. Oh, stimmt. Ja, das ist, da gewöhnt man sich viel zu schnell dran. Und ja, das ist auf alle Fälle. Uiuiui. Okay, ich hätte jetzt gedacht, der wird hier hinten mit hohen Stäbchen eingehakt, aber der wird unten aufgesteckt. Okay. Alles klar, Herr Kommissar. So, und da ist er, unser geiler Widerstandsbomber. Und ihr seht, Hand daneben, der ist schon relativ fett. Also der macht sich natürlich mal wieder richtig geil auf dem Feld. Oh yeah. Ja, das gefällt mir. Und hier sehen wir hier hinten schon, auch am Heck, sehen wir hier Geschütze. Und hier unten auch. Auch hier die Triebwerke, irgendwie der Grad der Verschmutzung ist sehr schön. Hier sehen wir die Fenster oben in der Kanzel auch mit sehr vielen Geschützen. Die Flugposition ist natürlich geil. Sieht sehr cool aus auf jeden Fall. Sehr schick, gefällt mir sehr gut das Schiff. Wenn es jetzt auch noch was kann, außer gut aussehen, das wäre natürlich optimal. Wir schauen mal. So, dann stelle ich da mal hin, mein Freund. Ich hoffe, du bist auch schön stabil. Na, ja, doch. Ja, bei dem langen Elend. Okay, alles klar. So, dann haben wir natürlich hier wieder unseren Nupsi für das Manöverrad. Das gucken wir uns auch alles gleich an, aber als allererstes gucken wir jetzt mal hier in die Spielanleitung, würde ich sagen. So, da ist natürlich viel dabei. Der Bomber des Widerstandes, die Lüt. Dann schauen wir mal hier rein. So, Aufwertungskarten, Ionenmarker kennen wir schon, große Schiffe, Ionenmarker, Überschneidung kennen wir, Spielaufbau kennen wir, Bomben, Zustandskarten, Würfelergebnisse ausgeben, Primärwaffengeschütz, das Manöver 0, oh, das scheint auch stehen zu können. Ja, das sieht mir fast so aus. Wenn es jetzt noch scharf wird, danke. So, auf dem Manöverrad des BSF-17-Bombers taucht das Manöver, ja, Viereck 0 oder Stopp 0 auf. Die Geschwindigkeit des Manövers ist 0. Die Flugrichtung ist stationär. Ja, also das Quadrat zeigt halt an. Ich denke mal, das haben wir auch schon öfter mal gesehen. Ich glaube, die Reißzahl konnte das unter anderem. Und so weiter und so fort. Da bleibt das Schiff halt stehen. Das ist ein rotes Manöver. Immer schwer zu kalkulieren für den Gegner, weil das halt nicht viele Schiffe können. Und dann gucken wir uns auch gleich nicht mal das Manöverrad an. So, wir haben. Erstmal fällt uns auf, dass das bei 3 schon mal aufhört. Also der schnellste ist er nicht. Wir haben, aber Wendigkeit ziemlich gut. Er kann A stehen bleiben. B hat er 1er-Ecken in Rot zwar, aber immerhin hat er 1er-Ecken. Das ist schon mal sehr schick. 1er grüne Banks, 1 geradeaus grün. Dann haben wir weiße Zweier-Ecken, weiße Zweier-Banks und einmal eine 2 geradeaus in grün. Dann kommt 3, da hört es dann auch schon auf, das ist das obere Ende der Kurve und da haben wir weiße Dreier-Banks und weiß 3 geradeaus. Was den jetzt halt auszeichnet, finde ich, für so ein großes Schiff, ist eine 1er-Ecke auf jeden Fall und das Stoppmanöver, das finde ich sehr schick. Und für Bomber ist so eine Rangierfähigkeit natürlich sehr, sehr schön. Ich sage nur Quad-Jumper, der konnte ja sogar irgendwie rückwärts fliegen. Huch, vor lauter Erregung haben wir hier schon vor Stativ. Ja, nicht wahr? Interessant, interessant. Auf alle Fälle ziemlich wendig für so einen fetten Lümmel. Sehr schick. So, dann wollen wir mal gucken, was hier noch so drin wohnt. Ich bin ja mal auf die Karten gespannt, auf die Pilotenkarten und auch natürlich auf die Aufwertungskarten, die wir hierbei packen können. So, hier haben wir die dicken Plättchen schon mal und die Karten holen wir auch mal eben da raus. Schwuppdiwupp. So, das an die Seite. So, traditionell schrauben wir jetzt erstmal das Manöverrad zusammen.
Und dann schauen wir uns den Rest an. Wir gucken mal, was uns sonst noch hier so mitgeliefert wird. Ja, Pilotenplättchen oder Platten kann man sagen, mit 360 Grad Feuerwinkel. Sehr geil. Das mag ich immer sehr, sehr gerne. Ionenmarke haben wir. Dann haben wir diverse Bomben hier. Ich glaube, Seismische und weiß der Teufel, was das für eine ist. Zustandsmarke haben wir wieder. Stress. Hier haben wir das Manöverrad. Das kommt erstmal raus. Kritischer Treffer. Schild. Dann haben wir, ich glaube, Zusatzmunition ist das hier, halt wieder für die Dingsmarker, die Manöver-Dials, die extra, ja, diese gepimpten aus Plastik, da kann man die reinstecken, soweit ich weiß. Dann hat man halt das Schiffssymbol, Schilde normal, Fokusmarker und zwei dicke Konnernetze. Sehr schick. Dann gucken wir mal weiter. Dann bauen wir mal eben das Manöver, kommst du wohl, Rad zusammen. So. BSF 17 Bomber. Ja, du gefällst mir schon, mein Schatz. Kann ich nicht anders sagen. Gollum, Gollum, ich krieg das Ding nicht auseinander. Oha, jetzt aber. So, dann tüdeln wir mal eben das Manöverrad zusammen. Wie gesagt, ich rate euch, das immer auf einer harten Platte zu machen. So, und dann auf den Tisch legen. Ganz besonders bei dem hier. Und dann immer schön gegendrücken. Auf weichen Untergründen ist das ein bisschen dumm. Weil dann biegt sich das und ist halt nur Pappe. Aber naja. So, ihr könnt übrigens zum Beispiel bei der Melbel oder so, könnt ihr auch individuelle Folien hierfür bestellen oder einfach transparente Schutzfolien, dass das nicht so schnell abribbelt. Ist ganz praktisch auf jeden Fall. Dann halten die Dinger auch bedeutend länger, gerade wenn man mit schwitzigen, feuchten Fingern hier dran rumrubbelt, dann hat man ab und zu das Problem, dass halt der Druck abgeht. Deswegen könnt ihr mal auf madebymelbel.de gucken. Die hat diverse, auch an Torx und so und halt auch für die Manöverräder Schutzsachen. Kann ich nur empfehlen. Oder ihr kommt nächstes Jahr einfach auf der MelbelCon vorbei. Da wird auch X-Wing gespielt, um mal ein bisschen Werbung dafür nebenbei zu machen. So. Findet ihr alles auf der Seite auch. So, das Manöverrad haben wir zusammengebaut. Und wir gucken uns jetzt erstmal an, was wir hier an Kärtchen dabei haben. Oh, also an Aufwertungskarten ist das schon mal ein ganz schöner Packen. So, wir fangen natürlich, gibt es hier Regelkarten? Nö, dafür haben wir die Extraspielregeln. Wir fangen mit dem kleinsten Pilotenwert traditionell an. Und der kleinste Pilotenwert, der erstmal scharf gestellt werden muss. Komm, komm, komm. Da. So, Pilot der Purpurstaffel. Wir gucken uns das Schiff an in der kleinsten Ausführung. Wir gucken erstmal auf die Schilde und so weiter und so fort, auf die Schiffswerte. So, wir haben zwei Angriff mit 360 Grad Feuerwinkel. Zwei ist nicht viel, aber 360 Grad ist schon mal schick. Eine Wendigkeit, das ist jetzt natürlich nicht so viel, aber das wird ausgeglichen durch 9 Rumpfpunkte und 3 Schilde. Das heißt, wir sind bei 12, die erstmal weggeknuspert werden müssen, bevor er zerplatzt und ja, das ist schon mal nicht schlecht. Dann gucken wir auf die Slots und da sehen wir, dass wir auf alle Fälle erstmal haben einen Technik-Slot, dann haben wir zwei Bomben-Slots und dann haben wir noch einen System-Slot. In der Modifikation als mit Pilotenwert 1 den geringsten gibt es dann in der Aktionsleiste Fokus und Zielerfassung und so nackt wie das Schiff da steht, kostet es dann 25 Punkte. Das heißt, ein Viertel der 100-Punkte-Liste ist nur für das Schiff mit dem kleinsten Pilotenwert schon mal weg. Das heißt, vier Schiffe fliegen ist schon mal nicht möglich bei 100 Punkten, wäre aber auch irgendwie bei der Größe auch sehr komisch gewesen. Zwei oder drei sollte vielleicht noch drin sein, je nachdem, was wir dann einen anderen Piloten haben, schauen wir erstmal und was die Aufwertungen dann kosten, ob das dann auch Sinn bringen würde, weil auf dem Bild haben wir ja schon gesehen, dass da zwei hintereinander fliegen, vielleicht bringt das ja Sinn, schauen wir mal. So, Flufftext, der Widerstand setzte auf die schweren BSF 17 Bomber von Slane und Corpil ein, um Angriffsschläge gegen Einrichtungen und Großkampfschiffe der ersten Ordnung zu fliegen. Der Bomber trug eine beachtliche Nutzlast an schweren Waffen. Ich bin gespannt. So, wie gesagt, das war der Pilotenwert 1, Kollege. So, weiter geht's für 27 Punkte mit einem einzigartigen Piloten, und zwar Elite-Pilot der Purpurstaffel. Pilotenwert 4, 27 Punkte, die Slots bleiben gleich. Sobald du einen Bombenmarker platzierst, den du gelegt hast, nachdem du dein Manöverrad aufgedeckt hast, darfst du den Bombenmarker irgendwo auf der Spielfläche platzieren, so dass er dein Schiff berührt. Ah, okay. Also nochmal etwas langsamer. Also wenn wir einen Bombenmarker platzieren, den wir gelegt haben, nachdem wir unser Manöverrad aufgedeckt haben, dürfen wir den Bombenmarker irgendwo auf der Spielfläche platzieren,
Aber so, dass er unser Schiff berührt. Das heißt, den können wir auch rund um unsere Base dann ablegen. Nicht vorne oder hinten nur mit Schablonen oder so, einfach nur, dass er unser Schiff berührt. Das ist schon mal geil, das macht die ganze Sache ziemlich flexibel. Nicht wahr? Weil wir halt wirklich dann auch einen 360-Grad-Bombenwinkel quasi haben, den wir abwerfen können. Finde ich sehr schick. 27 Punkte kostet der Spaß ohne Aufwertung. Der Bomber in Blau sieht natürlich auch geil aus. Da haben wir Kobalt 1. Einzigartiger Pilot für 28 Punkte. Pilotenwert 6. Mit der Sonderfähigkeit. Sobald du angreifst, wirft der Verteidiger, falls er sich in Reichweite 1 zu deinem Bombenmarker befindet, zu einem Bombenmarker befindet, also einem, nicht deinem, sondern ne, irgendeinem, ein Verteidigungswürfel weniger bis zu einem Minimum von 0. So, in unserem Fall wäre das dann sogar eine 0. Okay, also Reduktion der Verteidigung. Und dann haben wir auch schon den letzten Piloten hier. Das ist Purpur 1. Für 29 Punkte. Und ja, ansonsten die Slots bleiben gleich. Sobald du angreifst, darfst du, falls sich der Verteidiger in deinem Feuerwinkel befindet, das ist nicht schwer bei 360 Grad. Oder ist das, na, ich weiß nicht, ob das Feuerwinkel oder Zusatzfeuerwinkel. Da muss ich nochmal kurz in die Regeln gucken nachher. Befindet einen Schaden oder kritischen Schaden ausgeben, um dem Verteidiger den Zustand aus der Fassung zuzuordnen. Okay, das werden wir dann gleich bei den anderen Karten sehen. Nochmal, sobald du angreifst, darfst du, falls sich der Verteidiger in deinem Feuerwinkel befindet, einen Schaden oder kritischen Schaden ausgeben, um den Verteidiger den Zustand aus der Fassung zuzuordnen. Nicht wahr? Also, das heißt, ausgeben, wenn wir einen Hit oder einen Crit würfeln, dann dürfen wir einen davon ausgeben, ne? Also der kommt da weg, der wird dann hier als Schaden angerechnet, aber dafür dürfen wir dann den Zustand aus der Fassung zuordnen. Ja, 29 Punkte der Pilot und wir gucken uns dann gleich auch mal an, was aus der Fassung ist. Das wird als Aufwertungskarte dann wohl dabei sein. Als Zustandskarte, hier sehen wir schon, die mit dem schönen Rücken, die können auch entzücken. So, da musste ich einmal kurz meinem Schnupfen Tribut zollen. So, weiter geht's. Hallo? So. Flugbahn-Simulator. Oh, das kribbelt schon wieder in der Nase. Verzeiht mir, aber ich habe mich so ein bisschen erkältet. Nee, müssen nicht nochmal niesen. So, weiter geht's. Flugbahn-Simulator. Ein Kommandopunkt ist ein Systemslot. Du darfst Bomben abfeuern und dabei die geradeaus 5 Schablone verwenden, anstatt sie zu legen. Du kannst keine Bomben mit dem Stichwort Aktion auf diese Weise abfeuern. So, das heißt, wir dürfen Bomben abfeuern und dabei die geradeaus 5 Schablone verwenden. Das ist doch wohl mal richtig geil. Ne? Wenn man sich die Schablone mal kurz wieder ins Gedächtnis ruft, die ist auf alle Fälle mächtig lang und da hat man eine gute Distanz, wo man die Bomben dann ablegen kann. Sehr schick. Zweimal dabei, dreimal dabei. So, dann Kollernetz. Hatten wir ja schon gesehen, die Marker dafür. Aktion, lege diese Karte ab, um einen Kollernetzmarker zu legen. Dieser Marker detoniert, sobald sich eine Schiffsbasis oder eine Manöverschablone mit dem Marker überschneidet. Ja, Bombenslot, einer, Kommandopunkte 4. Das sind aber auch die großen dicken Dinger, die haben wir ja schon gesehen, die Kollernetze. Die sind auf alle Fälle. So, ich halte mal die Karte daneben, ne? Auch wenn es ein bisschen unscharf ist. Scharf, so. Nicht wahr? Ihr seht die Größenverhältnisse, also Konnernetze sind auf alle Fälle schon mal mächtig. So, von der Größe her weiter geht's. Erstmal machen wir das wieder scharf. So. Konnernetz einmal, Konnernetz zweimal. Abwurfsilos. Nur für BSF-17 Bomber. Zwei Kommandopunkte, ein Bombenslot. Sobald du diese Karte ausrüstest, platziere drei Munitionsmarker auf jede andere ausgerüstete Bombenaufwertungskarte. Sobald du angewiesen wirst, eine Aufwertungskarte abzulegen, darfst du stattdessen einen Munitionsmarker von jener Karte ablegen. Jo, alles klar. Also, was heißt das auf Deutsch für uns? Wir kriegen für jede ausgerüstete, also für jede andere ausgerüstete Bombenaufwertungskarte kriegen wir drei Munitionsmarker. Das heißt, wir haben anstatt einmal die ganze Geschichte, dann dreimal, weil wir können erstmal, also beziehungsweise viermal, wir können erst die ganzen Marker ausgeben und dann die eigentliche Bombe schmeißen. Nicht wahr? Also das ist auf alle Fälle, ja, das macht dem Bomber schon mal eine gute, gibt ihm schon mal eine gute Basis an Transportkapazität. So, weiter geht's mit seismischen Bomben.
Ein Bombenslot, zwei Kommandopunkte. Sobald du dein Manöverrad aufdeckst, darfst du diese Karte ablegen, um einen seismischen Bombenmarker zu legen. Der Marker detoniert am Ende der Aktivierungsphase. Also, wenn man gut kalkuliert hat und der Gegner in der Nähe steht, gibt's einmal hier Bums. So, dann haben wir noch Thermaldetonatoren, drei Kommandopunkte und einen Bombenslot. Sobald du dein Manöverrad aufdeckst, darfst du diese Karte ablegen, um einen Thermaldetonator-Marker zu legen. Mann, ist das schwer. Ich war nämlich bei der Karte gerade schon wieder bei der anderen hier, wo wir eben die Geschichte hatten. Das war hier die Abwurfsilos. Da dürfen wir dann nämlich drei Munitionsmarker noch drauflegen auf solche Karten hier. Das ist doch nett. Der Marker detoniert am Ende der Aktivierungsphase. So, dann haben wir verbesserte Optik. Das Cockpit, also die Kanzel sieht so ein bisschen aus wie vom Silencer, würde ich ja schon mal fast behaupten. Ja, doch, das sieht mir verdammt so aus. Ja, aber den haben wir ja noch nicht gesehen. Den werden wir im letzten Video von diesen Unboxings sehen. Und da freue ich mich auf alle Fälle schon sehr drauf. Aber egal. So, zwei Kommandopunkte, verbesserte Optik. Ist ein Technikslot, den er dafür braucht. Du kannst nicht mehr als einen Fokusmarker haben. Während der Endphase entfernst du einen nicht genutzten Fokusmarker nicht von deinem Schiff. Aha. Okay, was bringt uns das? So, wir können nicht mehr als einen Fokusmarker haben, aber wenn wir einen Fokusmarker irgendwie haben, dann dürfen wir den mit in die nächste Runde nehmen. Okay. Wenn die Beschränkung am Anfang nicht wäre, dass wir nicht mehr als einen haben dürften, dann wäre die Karte echt fett. Aber so ist es eher so lala, würde ich sagen. Oder der Sinn erschließt sich mir noch nicht. So, zweimal drin. So, und dann haben wir noch Zielsynchronisiersystem mit viel Text. Technik für drei Kommandopunkte. Sobald ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 ein Schiff angreift, das du in der Zielerfassung hast, behandelt das freundliche Schiff das Stichwort Angriff, Zielerfassung wie Angriff. Falls ein Spieleffekt jenes Schiff anweist, einen Zielerfassungsmarker auszugeben, darf stattdessen deine Zielerfassungsmarke ausgeben. Okay, so. Wir lesen das nochmal in Ruhe. Also, sobald ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 ein Schiff angreift, ne, also eins von unseren Schiffen greift in Reichweite 1 bis 2, was in Reichweite 1 bis 2 ist, greift ein anderes Schiff an. Und falls wir eine Ziel, dass wir in der Zielerfassung haben mit unserem Schiff gerade, halt, wo die Ausrüstung drauf ist, dann darf das andere Schiff Angriff Zielerfassung nur wie Angriff behandeln und darf dann unsere Zielerfassung ausgeben anstatt der seinen. Also lange Rede gar keinen Sinn. Ihr müsst halt die Beschränkung hier einhalten, die Voraussetzungen dafür. Das heißt, ihr müsst in Reichweite 1 bis 2 müsst ihr das Schiff haben, was angreift und das andere Schiff, wo diese Aufwertung drauf ist, muss eine Zielerfassung haben und das Schiff, was angreift, darf dann die Zielerfassung von diesem Schiff verwenden und braucht keine eigene. Das heißt das eigentlich nur. So, weiter geht's. Deflektorpanzerung nur für BSF-17-Bomber-Modifikation für einen Kommandopunkt. Sobald eine freundliche Bombe detoniert, eine freundliche Bombe, das hört sich ja an wie ja, darfst du wählen, ihre Effekte nicht zu erleiden. Ja, das wäre schön, wenn das im echten Leben auch so gehen würde. Falls du das tust, wirf einen Angriffswürfel, lege diese Karte ab bei einem Hit. So, nochmal, was heißt das? Wenn eine freundliche Bombe detoniert, also sobald eine freundliche Bombe detoniert, dürfen wir wählen, falls wir da selber drinstehen, ist das natürlich sinnvoll, den Effekt nicht zu erleiden. Wenn wir das tun, dann müssen wir einen Angriffswürfel würfeln und wenn wir einen Hit würfeln, dann müssen wir die Karte ablegen. Das heißt, wir haben auch sogar noch die Option, dass wir die Karte behalten. Wenn wir nämlich irgendwie einen Blank würfeln oder einen Crit anscheinend auch, dann dürfen wir die Karte weiter behalten. Das heißt, wir können durch Bomben fliegen, die detonieren, die wir selber gelegt haben. Und uns passiert nichts. Muss man halt aufpassen, wenn man die Karte ablegt. Beim nächsten Mal, wenn man in eine eigene Bombe reinrasselt, dann macht die auch Schaden. Aber man kann auch Glück haben, dass man irgendwie durch zwei, drei Bombenexplosionen durchfliegt und jedes Mal irgendwie eine Blank würfelt oder was und die Karte behalten darf. Dann kann man wirklich super gut manövrieren und muss da nicht wirklich Rücksicht auf die Bomben nehmen, die da rumliegen. Selbst wenn man da irgendwo in Reichweite kommt, scheiß drauf, wir haben ja die Karte, zack. Wird ignoriert, nochmal würfeln, wir behalten die Karte, in der nächsten Runde haben wir halt genau das gleiche. Wenn wir sie ablegen müssen, schade drum, aber wenigstens haben wir dann die eine Explosion unbeschadet überlebt. Sei es drum. Interessanter Effekt auf alle Fälle, gefällt mir gut. Gerade wenn man so ein bisschen, hallo, drei Bomber in Folge, ja, nicht wahr, ihr wisst, was ich meine. Oh, da wird das doch hier schon irgendwie fast, ich will ja nichts sagen. Schauen wir mal.
Kreuzfeuerformation. Zwei Kommandopunkte. Nur für BSF-17-Bomber. Titel. Sobald du verteidigst, darfst du, falls sie mindestens ein anderes freundliches Schiff des Widerstandes in Reichweite 1 bis 2 zum Angreifer befindet, ein Fokus hinzufügen. Okay, also, wenn wir verteidigen und falls sich mindestens ein anderes freundliches Schiff des Widerstandes in Reichweite 1 bis 2 zum Angreifer befindet, zum Angreifer, ah, okay, dann dürfen wir ein Auge hinzufügen. Ja gut, also halt ein bisschen Verteidigungsaufwertung ist jetzt nicht so krass. Ich dachte, die decken sich jetzt untereinander, die Bomber. Das wäre natürlich, ne, wenn ein anderer richtig fies wäre es gewesen, so ein richtiger Trigger noch einzukaufen wäre, wenn, wenn sich ein anderer BSF-17-Bomber in Reichweite 1 bis 2 befindet, dann passiert das und das. Das wäre natürlich das Ultimum, das ultimative Kaufargument. Ich hoffe, es hört gerade keiner zu, von Fantasy Flight, sich noch so einzuholen. So, und dann haben wir hier aus der Fassung, was wir zuordnen können. Das hatten wir ja eben bei Purpur 1 gesehen, die Nummer hier, nicht wahr? Das war die Geschichte, sobald du angreifst, darfst du, falls sich der Verteidiger in deinem Feuerwinkel befindet, einen Hit oder einen Crit ausgeben, um den Verteidiger den Zustand aus der Fassung zuzuordnen. Hier haben wir die Karte dazu, das ist die Zustandskarte. Ihr erkennt das hier auch schön an der Rückseite und an dem etwas anderen Kartendesign. So, ist mit Punkt, das heißt, ist einzigartig, darf nur einmal im Spiel sein. Sobald du Schaden oder kritischen Schaden durch eine Bombe nimmst, nimmst du einen zusätzlichen kritischen Schaden. Entferne dann diese Karte. Aktion, wirf einen Angriffswürfel. Bei einem Fokus, also beim Auge oder bei einem Hit, entferne diese Karte. Also, was hat das für Nachteile für den Gegner und für uns Vorteile? Also, ne, primär als Nachteile für den Gegner. Sobald man Schaden durch eine Bombe nimmt, passend, dass das bei einer Bombererweiterung hierbei ist, nicht wahr? Dann gibt es zusätzlich einen kritischen Schaden. Dann wird diese Karte entfernt, aber man hat halt einen Crit mehr reingedrückt gekriegt und gerade wenn man keine Schilde mehr hat, ihr wisst das alle, das ist echt dann, weil Crits, es kommt immer das, was man nicht brauchen kann. Hat man nur zwei Lebenspunkte, also zwei Rumpfpunkte noch, kriegt man eine Karte mit zwei Hits, ne, also dieser Treffer zählt wie zwei Schäden an der Hülle, ist das Schiff platt oder man braucht ein Schiff, was unbedingt gut manövrieren kann, dann kriegt man irgendwie da einen Malus drauf oder so. Ja, ist halt irgendwie nett für den Angreifer halt in dem Fall. Aktion muss man dann opfern, aber bei Auge oder Hit die Karte entfernen ist schon mal ganz nett. Das heißt, man muss zusehen, dass man dem schnell irgendwie Bombenschaden zufügt, solange er die Karte noch hat. Ansonsten wird es ineffektiv, weil bei Auge oder Hit, wenn man das dann als Aktion opfert, um die Karte loszuwerden, das geht, glaube ich, relativ schnell. Ja. Interessant, interessant, interessant. Ja, was sagen wir zu dem Schiff? Also, es gefällt mir optisch schon mal sehr gut. Was mir auch richtig gut gefallen hat, ist einmal die Deflektorpanzerung fand ich ziemlich cool, dass man die eigenen Bomben negieren kann. Und was ich auch richtig gut fand, waren die Abwurfsilos, wo man drei Munitionsmarker draufpacken kann. Das ist auf alle Fälle fett. Man müsste mal gucken, ob man irgendwie noch, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hierbei war, vielleicht habe ich es auch verpennt, noch irgendwie eine Karte findet, wo man seine Leiste unten, seine Bombenleiste nochmal modifizieren kann und nochmal zwei Bombensymbole oder so dabei packen kann. Dann wird das nämlich richtig fies, wenn man die spielt. Ich weiß gar nicht, ob die, ah, die waren bestimmt limitiert, ne? Das wäre natürlich jetzt interessant. Nö, nö, sind noch nicht mal limitiert. Okay. Okay, also das wäre schon mal was zum Spielen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was der K-Wing irgendwie an Bombenslots hat. Aber, ah, nee, ah, der ist auf den Bomber beschränkt. Okay, also hier müssten wir gucken, ob wir dem Bomber vielleicht noch einen Slot dazufügen können mit irgendeiner Karte und dann wird es richtig komisch, auf alle Fälle. Andernteils, wenn man guckt, so ein Kondernetz kostet einmalig 4 Punkte und wenn man da drei Marker noch draufhauen darf, finde ich gut, finde ich richtig gut. Also das sind auf alle Fälle die Karten, die es mir hier angetan haben und das Modell, ja, das ist ja allererste Sahne, da brauche ich ja nichts mehr groß zu sagen. Also ich denke mal, irgendwie hat das auch bei allen Leuten gut eingeschlagen und ja, es ist auch geil von der Optik, es ist mal wieder ein großes Schiff und was ich auch super geil finde, habe ich ja schon gesagt, ist der 360 Grad Feuerwinkel. Das ist schon mal eine schicke Sache. Jo, das war dann das vorletzte Schiff. Es geht immer viel zu schnell. Also ich liebe das. Aber wenn noch öfter Schiffe rauskommen, dann muss ich, glaube ich, irgendwie nachts noch meinen Körper an der Laterne verkaufen oder so. Für mein Hobby. Egal. So, ja, wie gesagt, der Bomber des Widerstandes. Ich finde echt gut. Muss ich sagen. Allein die Optik haut schon einiges raus. Und ich freue mich jetzt auf das letzte Video mit dem TIE-Dämpfer. Oder ich bleibe lieber beim Englischen, den TIE-Silencer. Das hört sich irgendwie um einiges eleganter an und passt auch besser zu dem Schiff. Ja. Ich bin raus.
Lasst gerne einen Daumen da, lasst ein Abo da und schreibt gerne mal drunter, was ihr von den neuen Schiffen haltet. Ich bin auf alle Fälle sehr gespannt, die mal live in Action zu fliegen und mal gucken. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, viel Spaß mit euren Schiffchen. Ciao, ciao.